In der Wüste. 3 Stunden für 8 Kilometer ist als Fahrzeit wohl nicht der Hit. Um 9 machen sie erst auf. Okay. Theoretisch in 5 Minuten, aber ich weiß nicht, ob wir warten wollen. Braucht man jetzt auch ein Ticket oder nicht? Drei Stunden für 8 Kilometer ist als Fahrzeit wohl nicht der Hit. Dennoch kommt es mir sicher nicht zu langsam vor. Wir fahren durch die Wüste und bestaunen die für uns doch sehr ungewohnte Landschaft. Es türmen sich Berge auf, aus dem Nichts. Ihre Formen sind spektakulär, weil sie aus mehreren Gesteinsschichten bestehen und Teile von ihnen schlichtweg fehlen. Oh. Das ist jetzt nicht vergrößert, weil das ist Minimum. Pitti, geh mal vor, sonst glaubt man mir das nicht. Schaut, es ist sehr lustig. Ja, also wir stehen in der Wüste und gehen jetzt in der Wüste spazieren. Das Wichtigste, was man in einer Wüste braucht, ist Wasser. Haha. Nein, die GoPro. Schaut mal, der Mond. Der weiß nicht, dass es schon gleich Mittag ist. Aber es ist gleich Mittag, das sieht man ja am Schatten. Zeigen wollte, sind diese Teile hier. Die sehen in der Sonne wie Glas aus. Allerdings würde ich ja dann auf Glas sitzen. Die sind auch irgendwie durchsichtig. Also wenn man das sieht.
Aber es ist kein Glas. Das kann man mit ein bisschen, mit zwei Händen, irgendwas kann man es zerbrechen. Vor mir steht wohl die bekannteste Spitze. Ich sehe in ihr definitiv eine Dame mit Poncho und weitem Rock. Der Künstler hat halt ihren Kopf in verschiedene Richtungen schauen lassen. Das darf er, ist ein Künstler. Und wenn ich das hier so sehe, ist unsere Mutter Erde eine geniale Künstlerin. Lange, tiefe Furchen gehen durch die Erde. Es scheint, dass es hier manchmal sehr viel Wasser gibt, welche sich dann hier durchgräbt. Wir sahen auch einen kleinen See und schon waren ringsherum Bäume und Grün. Der Boden scheint wirklich fruchtbar zu sein. Selbst hier sieht man immer wieder mal Felder, welche bestellt waren. Aber ohne Bewässerung kann das nicht funktionieren. Einmal wollten wir spazieren gehen, doch sorry, die Treppen hinauf auf den Berg waren einfach unmenschlich. Ja, also um das zu zeigen, die Stufen sind wirklich ganz normgerecht. Zwar alle vorhanden, nur eben neben dem Weg oder im unnatürlichen Winkel. Nein, da blieben Piti und ich lieber sitzen und genossen die Gegend. Ich war natürlich oben. Es handelte sich um ein Plateau mit phänomenaler Aussicht, aber für Katrin wäre die Stufen wirklich nichts gewesen. Da hatte ich zu schnaufen. Dennoch wurde ich belohnt, aber sieht selbst die Fotos, die leider nur zum Teil wiedergeben, was ich gesehen habe. Aber jetzt wieder den Abstieg angehen. Aber auch wenn andere das vorgemacht haben, ich rutsche nicht auf meinem neuen Hosenboden runter. Nein, das macht Michi sicher nicht. Es hat sich herauskristallisiert, dass das eine sehr gute Entscheidung war, diese Stiefel nicht hinaufzugehen. Da sie zwischendrin weggebrochen sind und die Leute am Hosenboden lieber runterkraxeln. Da soll man nicht klettern. Okay. Na, das fällt doch gleich aus. Da kann man immer so hochdrücken.
Es ist um 15.15 Uhr und wir haben von der 2-Stunden-Tour circa die Hälfte geschafft. Es ist trocken und warm, aber wir haben gerade die gefrorenen, pürierten Früchte geschleckt. Mit wir meine ich auch Piti. Nun ist es kühler, gefühlt. Wir müssen zumindest bis zum Ausgang kommen. Was war das jetzt? Fotobombe. Ja. Das habt ihr jetzt schon oft gesehen. Alles echt wüstig. Und jetzt gehen wir da mal vor. Und dann ist da wirklich ein richtiges kleines Paradies. Und das schimmert so schön und ist echt fruchtig und grün. Das ist voll überraschend. Auf dem See sind, glaube ich, oder glaubt mich, die Schwäne. Das heißt, dieser See ist da scheinbar öfter oder dauerhafter da. Okay, das ist überraschend. Der volle Platz für den Western. Echt, ey. Dann bemerkte Michi das. Die Reifen sind 2 Wochen gefahren worden und nun völlig runter. Zudem suchen wir nun eine Werkstatt, die den Sturz einstellt. Super! Wir hatten das Auto extra checken lassen. Großer Service. Die hinteren Reifen sind tipptopp. Das bremste die Euphorie und wir erreichten den Ausgang sehr flott.
Den Supermarkt mussten wir echt suchen, aber wir haben nun genug Trinkwasser, denn das nahm rapide ab. Nun ja, wir haben also ein erstes, ernstes Problem. Dabei sind wir erst 2 Wochen unterwegs und jeder Urlaub bisher war länger, ohne jegliche Probleme. Grrr. Ich schaue jetzt die Fotos an, weil ich mag den schönen Tag nicht mit Sorgen beenden.